Hallo, ich habe heute ein Aufgebraucht-Video wieder für euch und es wird relativ lang, deswegen versuche ich so schnell wie möglich durchzustolpern. Es geht diesmal wieder um Lebensmittel. Ich denke, hauptsächlich werden die vegan sein oder eigentlich alle. Und ich fange jetzt einfach mal an. Als erstes habe ich die neue Sorte von Alnatura aufgebraucht. Hier Mais-Amaranth-Waffeln mit Reis- und Leinsamenmehl mit etwas Salz. Die sind vegan und die fand ich sehr, sehr lecker. Die sind ein bisschen schmaler als die Mais- und Reiswaffeln, also nicht ganz so dick. Und dadurch sind hier mehr drin. Ein bisschen teurer ist die Packung schon. Ich glaube, 95 Cent kostet die. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Werde ich mir wieder kaufen. Hat sehr gut geschmeckt. Und ja, tut einfach so ein bisschen Abwechslung noch mit reinbringen in meine Waffelgeschichte. Und kann ich nur empfehlen. Dann habe ich ganz neu entdeckt, ich glaube, im Rewe war das. Und zwar Soyami. Das ist mal was ganz anderes gewesen, kannte ich so noch nicht. Und da sind eben Lacto, also das ist ein laktofermentierter Tofu-Aufstrich. Und da sind Milchsäurebakterien drin. Und das finde ich ziemlich cool. Schmeckt sehr lecker, ist eine gute Eiweißquelle, steht hier drauf. Und die Olivenvariante ist der Hammer. 3,30 € oder 3,50 € kosten 125 Gramm, ist damit relativ teuer, ist aber Bio, ohne Gentechnik und das ist Bio-Soja aus Frankreich, das heißt, es ist auch nicht so weit hergeholt. Und wie gesagt, das mit Oliven hat so geil geschmeckt. Meine Oma fand das super und die ist ein absoluter, also sie mag nicht wirklich Soja oder Tofu-Produkte oder Tofu an für sich, aber das hat ihr richtig gut geschmeckt und ja, das habe ich mir auch wieder gekauft. Dann habe ich auch noch das Kurkuma Tapenade-Gedöns davon geholt. Das fand ich nicht so lecker. Also das war mir einfach nur ja, zu sauer. Es hat nach nichts wirklich geschmeckt. Aber zusammen mit Käse ging es dann komischerweise, also mit veganem Käse. Und das ist eine Sorte, die mir jetzt nicht so geschmeckt hat. Ich habe mir jetzt noch mit Kräuter mitgenommen. Die schmeckt auch besser. Aber ja, muss ja nicht alles einem schmecken. Dann habe ich von Soyato dieses hier geholt, Herr Antje Bio. Hat mir persönlich gar nicht geschmeckt. Habe ich im Teegut gekauft und ich mag von Wilmersburger lieber den Käse. Soyato finde ich zum Beispiel die Kokos- und Reissahne, die Sojasahne, die süßen, zum Aufschlagen richtig, richtig gut. Also Soyato macht gute Produkte, aber dieser Käse oder Käseersatz hat mir gar nicht geschmeckt, bin ich ehrlich. Und kostet, glaube ich, genauso viel wie die Wilmersburger. Ist auch Bio. An für sich eine schöne Sache, aber wie gesagt, der Geschmack war grausam und es war auch so ein bisschen glitschig und so ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube eher nicht. Aber vielleicht kann man es eher für, ja, fürs Aufbacken benutzen. Das besteht hauptsächlich aus Mandelmilch, was ich sehr spannend fand. Deswegen hat es auch so einen komischen, nussigen Geschmack gehabt, aber irgendwie. Als wäre schon hinüber gewesen. Ich hoffe, der war noch gut, ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den schon mal selber probiert habt und wie ihr den Geschmack so fandet. Ja, würde ich mir jetzt persönlich nicht nochmal kaufen. Dann habe ich eine Packung Sojamedaillons aufgebraucht von Fantastic Foods ohne Gentechnik. Mag ich sehr, sehr gerne. Ab und an mache ich die. Und ich weiß nicht, vielleicht finde ich den Link für diese Sojaschnitzel, wie ich die Marinade mache. Also da gab es ein Rezept online und ich glaube, das war von der Aktion Grillen ohne Killen. Und ja, die Marinade ist perfekt für die Teile. Und die hat meine Oma probiert, die wusste gar nicht, was das ist und hat halt gedacht, okay, da liegen noch ein paar. Ich habe recht viele gemacht, damit halt jeder mal probieren kann. Und hat dann so eins weggesnackt und hat gemeint, oh, schmeckt gut, hat noch ein zweites gefuttert und hat dann gesagt, hier, Laura, die schmecken echt gut. Was war anders? Und dann habe ich gesagt, ja, das war so texturiertes Soja. Und sie, wie Soja? Ja, das war kein Fleisch. Und meine Oma ist so begeistert gewesen. Die ist 75, ja. Und hat gesagt, okay, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, bringst du mir auch mal so ein Päckchen mit. Die möchte ich selber auch mal zu Hause machen. Das, finde ich, ist schon ein Lob, weil meine Oma eine kleine Fleischpflanze ist. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und was haben wir dann noch? Da habe ich von Vegan Bakery den Nougat-Taler verspeist. Den habe ich auch im Teegut gekauft. Und das war so im Moment, kennt ihr das, wenn ihr einfach so
dringend irgendwas Süßes braucht. Dringend. Das habe ich wirklich selten nur noch, seitdem ich mich vegan ernähre. Also es ist wirklich eher so einmal im Monat, ja, wo ich dann ein paar süße Sachen brauche. Aber ja, ich hatte so Bock an dem Tag und habe ich mir den mitgenommen. Und der schmeckt wirklich genauso wie diesen Nougataler sonst. Ich habe da keinen Unterschied zu einem Nicht-Veganen geschmeckt und halt viel Zucker und viel zu ungesund. Aber ab und an brauche ich sowas. Und es hat sehr gut geschmeckt. Deswegen kann ich das durchaus nochmal wieder empfehlen. Es ist halt schon fertig und süß. Also man muss es mögen. Sonst ist es wohl nichts für einen. So, dann habe ich aufgebraucht. Das war auch mal, ich glaube, in der Biobox oder so drin, von Rosengarten. Dieses Müsli mit Nüssen und Kernen. Das ist sehr, sehr lecker gewesen. Das war eine schöne Mischung, hat mir gut gefallen. Würde ich so auch nochmal kaufen, wenn ich nicht noch genügend Müsli für das restliche Jahr hätte und wahrscheinlich auch noch fürs nächste Jahr. Ja, ich habe relativ viel, war auch öfters mal in der Box drin, deswegen also verschiedene Müsli. Und ja, aber fand ich gut, kann ich empfehlen, kann man sich ruhig mal anschauen, wenn man Nüsse mag. So, dann habe ich aufgebraucht. Das war bei meiner Dr. Görg Kokosnussgedönsbestellung mit dabei. Die kann ich euch hier einfach mal an die Seite verlinken. Und zwar war das von Yogi-Tee Schoko Chili. Das war eine Beigabe. Gab es gratis dazu. Das sind 6 Teebeutel gewesen. Und ich liebe Schokolade und ich liebe Chili und ich liebe die Kombi aus beiden. Von daher war das hier absolut was für mich. Und ich bin jetzt kein großer Freund von Beuteltees, bin ich ehrlich. Auch wenn die von Yogi-Tee sehr gut schmecken. Ich fände es schöner, wenn es den Tee lose gäbe. Aber ich würde mir durchaus nochmal so ein Päckchen holen, wenn ich das irgendwo sehe. Weil es mit einem Schuss Milch einfach total lecker war. Und wenn man mal Lust auf was Süßes hat und eher kalorienbewusst bleiben möchte, ist sowas mit einem Schuss Pflanzentrink wirklich die beste Variante. Und hat mir gut gefallen, werde ich wiederholen. Und die ganze Packung riecht noch danach, ist voll lecker. Und machen wir weiter. Dann habe ich endlich mal von Rapunzel diesen Sesamini aufgebraucht. Oder das sind 4 Stück. Habe ich aufgebraucht. Sesamkrokant kenne ich von klein auf. Gab es bei uns sogar an der Grundschule und nee, nicht an der Grundschule, auf dem Gymnasium. Und da habe ich mir das immer beim Dritte Weltladen gekauft. Jetzt nicht von Rapunzel, aber halt so Sesamkrokant. Hat gut geschmeckt. Das hier ist vegan, weil da kein Honig drin ist. Das ist nur mit Zucker gemacht. Ich glaube Vollrohrzucker. Ja. Und das ist absolut in Ordnung. War lecker, war gut. Kann ich so empfehlen. Ab und an esse ich sowas ganz gerne. Das wäre nichts, was ich jede Woche essen könnte. Ja, dann habe ich aufgebraucht. Die musste ich euch unbedingt zeigen. Diese Schnitzel von Like Meat. Von denen hatte ich schon mal so Golden Nuggets. Die gibt es in Teegut. Leider gibt es in Teegut ja nicht überall. Und ich muss sagen, die fand ich richtig gut. Also die Golden Nuggets waren schon gut, aber die Schnitzel ohne Spaß. Die haben wirklich beim Schneiden und so weiter, es hat sich verhalten wie ein Schnitzel, es hat fast geschmeckt wie ein Schnitzel. Und ich bin ja durch meine Histaminintoleranz oder nicht Intoleranz, aber Histaminunverträglichkeit und ich kann im Moment keine großen Mengen an histaminhaltigen Lebensmitteln oder auch Blockern und so weiter zu mir nehmen. Also ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel zu mir nehme und das langsam wieder angehe. Und deswegen kann ich zum Beispiel, ich esse am Anja nochmal Fleisch, also so 5, 6 Mal im Jahr auf jeden Fall. Aber ich kann kein Schweinefleisch mehr essen. Und in letzter Zeit hatte ich auch bei Rindfleisch Probleme. Und das ist natürlich, wenn man Lust auf einen Schnitzel hat, das schwierig, ja. Und deswegen, das hat sehr gut geschmeckt. Kann ich empfehlen. Das ist gentechnikfrei. Ist ohne Hefeextrakt, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Laktose und Cholesterin frei. Und das war sehr, 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 sehr lecker. Also mit Sojaprotein. Ich kann euch gerade mal einfach die Inhaltsstoffe zeigen. Und ab und an finde ich sowas wirklich toll. Und ja, ich war bei meiner Family und da war es einfach so, die haben halt öfters mal Fleisch zu den Sachen gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, dann brate ich mir eben die hier dazu. Die gab es in der Tiefkühlabteilung und haben 3 € gekostet oder so. Also waren auch nicht zu teuer und sehr, sehr lecker. Also Like Meat ist eine Marke, die ich mir angucken werde. Nochmal genauer. Wie gesagt, ich esse sowas nicht jeden Tag. Ich esse sowas vielleicht höchstens einmal die Woche, normalerweise noch nicht mal.
Aber wo ich jetzt bei meiner Family war, hat sich das angeboten. Und ich wollte es unbedingt mal austesten. Dann habe ich auch noch von Alnatura die Maiswaffeln aufgebraucht. Da habe ich aus Versehen die Variante mit Salz gegriffen, die ich persönlich aber auch in Ordnung finde. Nur ich versuche nicht so viel Salz zu mir zu nehmen. Und ja, esse ich sehr, sehr gern. Maiswaffeln sind top. Und ab und an esse ich aber auch sowas wie Knäckebrot oder auch mal Dinkelbrot von unserem Bäcker. Der macht noch selber sein Brot, komplett ohne dass das eine Fertigmischung ist oder sowas. Und das esse ich dann auch, aber meistens hole ich mir sowas, Knäckebrot oder die Waffeln. Und das ist eben ohne Zusatz von Hefe, aus Vollkornmehl und vegan. Sehr, sehr lecker, finde ich. Also beide Varianten, auch das Delikatess-Knäckebrot von Alnatura ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Und dann habe ich was Neues ausprobiert. Und zwar von Alpro, diese Cremoso Joghurt-Dessert-Dinger. Unheimlich lecker, aber garantiert auch unheimlich viel Zucker. Ich habe gar nicht so genau drauf geguckt. Ja, Wasser und dann Sojabohnen und danach kommt Zucker. Also da ist schon relativ viel Zucker drin, aber auch Joghurt-Starterkulturen, was ja auch immer ganz gut ist. Und ich habe ja eine Laktoseunverträglichkeit und ab und an habe ich eben Lust auf sowas. Und ja, da fand ich das ganz gut. Da habe ich einmal diese Zitronenvariante, Zitronenkuchen, einmal Apfelstrudel ausprobiert. Und beide finde ich sehr, sehr lecker. Und ich finde nicht, dass das schmeckt wie dieses Zitronen-Limetten-Joghurt-Gedöns. Ich finde, das schmeckt schon ein bisschen so nach Kuchen noch. Und das ist natürlich dicker oder dickflüssiger als der normale Joghurt. Kommt in kleineren Packungen, also 400 Gramm sind da drin. Ist ein bisschen teurer als der normale Joghurt. Aber es ist halt auch eher ein Dessert und sollte auch nicht in großen Mengen verzehrt werden. Und aber ich fand den Apfelstrudel sogar noch besser. Der war echt gut. Der habe ich meine Mama probieren lassen. Es schmeckt kein Fitzelchen nach Soja, was zum Beispiel bei den Joghurts durchaus immer ein bisschen durchschmeckt. Hier hat es überhaupt nicht nach Soja geschmeckt, die beiden Varianten. Und auch mein Freund hat es mit Apfelstrudel sehr gut geschmeckt. Ich habe im Kühlschrank noch die eine Packung Apfelstrudel. Ja, sehr lecker und kann ich durchaus empfehlen für ab und an, aber auch wieder nicht jeden Tag, nicht in großen Mengen, sonst ist das ein bisschen arg wie Zucker. Wegen dem Zucker habe ich auch mal eine andere Variante ausprobiert, und zwar von Obermann gibt es extra eine Null-Zucker-Variante Joghurt. Sehr, sehr lecker, hat super geschmeckt, ist bio, frei von Zucker und habe ich in meinem Bioladen bekommen. Finde ich richtig, richtig gut. Werde ich mir wieder kaufen und kann ich empfehlen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass hier kein Zucker drin ist. Denn im normalen Joghurt muss doch kein Zucker drin sein. Man kann sich den ja dann auch noch süßen nach Belieben und mit dem ja, Süßungsmittel, was man gerne machen, also reinhaben möchte, nicht was man machen möchte. Und ja, war sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und da stehen auch immer drauf, welche Starterkulturen drin sind. Es sind, glaube ich, die gleichen wie bei Alpro. Probermel gehört ja, glaube ich, zu Alpro. Deswegen kann das gut sein. So, dann habe ich auch noch Dinkel-Vollkorn-Spirelli von Enerbio aufgebraucht. Ich persönlich mag jetzt Spirelli-Nudeln überhaupt gar nicht. Aber es sind halt Dinkel-Vollkorn-Nudeln und ich finde die sehr, sehr lecker. Mein Freund hasst die. Er hasst aber auch alle Vollkorn-Nudeln. Er mag Dinkelnudeln, aber auch nur die vom blauen Planeten und so weiter. Keine Ahnung. Der ist da sehr speziell. Ich persönlich esse so gerne alles, was vollkornmäßig ist. Und auch bei Nudeln inzwischen, die schmecken die anderen gar nicht mehr. Deswegen, ja, fand ich die ganz gut vom Geschmack her. Von der Form her finde ich Spirelli eigentlich total unpraktisch. Aber ja, meistens gibt es nicht so viel Auswahl bei denen. Dann habe ich von Basmati den, von Basmati, von Alnatura den Basmati Vollkornreis, oh Gott, aufgebraucht oder Naturreis. Der ist sehr lecker, der ist ein bisschen teurer als der Naturreis Langkorn. Deswegen wechsle ich da auch immer ab. Aber ich persönlich mag lieber Basmati-Reis. Also ja, ich habe aber trotzdem jetzt erstmal Langkornreis. Kann ich empfehlen. Ich finde den Preis wirklich absolut in Ordnung für Basmati-Reis. Ich glaube 4,95 € oder so kostet der. Und mein Freund und ich waren im DM, haben uns den hier angeguckt und er wollte eigentlich Reis kaufen. Ich habe ein paar andere Sachen gekauft oder gebraucht. Und er hat dann gesagt, ja, 4,95 € ist mir ein bisschen zu viel für 500 Gramm. Und dann waren wir danach im Wasgau und
Dann hat er sich von Orissa 500 Gramm Packung für 4,99 geholt. Nicht Bio. Und dann hat er gesagt, okay, also das nächste Mal nimmt er sich den aus dem DM mit. Und ja, also preistechnisch trotz Bio günstiger als ja, Orissa. Orissa ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Haben wir dann noch was? Wir haben hier Hafertrink. Davon brauche ich im Monat garantiert drei auf. Mal mindestens, eher vier. Je nachdem, also meine Mutter, wenn ich bei meiner Family bin, dann kocht die auch sehr viel mit Hafertrink statt normaler Milch. Und ja, sagt auch selbst, ihr schmeckt es gut. Wenn sie alleine ist, dann macht sie das auch normalerweise. Im Moment ist meine Oma da. Die ist da ein bisschen wählerischer. Aber sie isst meistens die Sachen mit. Ja, Hafertrink ist absolut super. 1,45 € vegan, ohne Zucker und bio. So, dann haben wir hier noch Dinkel-Spirelli, auch von Alnatura. Wie gesagt, Spirelli, furchtbar. Aber es sind Dinkelnudeln, sehr, sehr lecker. 500 Gramm waren hier drinne und hole ich mir auch regelmäßig. Und dann habe ich auch noch den würzigen Wilmersburger aufgebraucht, neben anderen. Ich weiß gar nicht, ob der hier drinne ist. Ja. Genau, Cheddar-Style ist die neue Variante. Ich mag am liebsten Kräuter und würzig, aber der hier ist jetzt auch mit aufgestiegen. Der ist ganz neu, den kannte ich vorher noch nicht. Und der sieht halt eben aus wie dieser rötliche Cheddar. Schmeckt sehr gut. Allerdings natürlich nicht wirklich wie Cheddar. Das kann man nicht erwarten für veganen Käse. Aber ja, da habe ich diese beiden Packungen aufgebraucht diesen Monat. Und es riecht ein bisschen käsig, aber nicht so ganz. Aber man gewöhnt sich an den Geschmack. Aber wie gesagt, ich kaufe nicht so viel und esse nicht so viel davon, weil wenn man jeden Tag irgendwie sowas isst, ich glaube auch nicht, dass es gesund ist. Ja, es ist, glaube ich, Käse fast schon gesünder. Dann habe ich von Naturata Schokolino aufgebraucht. Und den werde ich mir, wenn ich mal in meinen Bioladen komme, ich gehe da nicht so oft einkaufen, dann werde ich mir den wahrscheinlich mal in groß holen. Den gibt es nämlich in der Dose. Mir schmeckt der sehr, sehr gut. Ist auch sehr lecker. Noch was da drin ist, ist jetzt hier Gerstenmalz, Maissirup, Kakao, Rohrzucker, Bonbon, Vanille. Also ziemlich cleanes Lebensmittel, in Anführungsstrichen eher Nahrungsmittel. Ist auch wie eine kleine Belohnung. Ist nicht so kalorienreich wie jetzt Nougatala zum Beispiel. Und kann ich empfehlen. Ist aber schon speziell. Also man merkt schon diesen Gerstenanteil raus. Dann habe ich aufgebraucht. Seit langem mal wieder, habe ich mich richtig drauf gefreut, Falafel. Und die hat auch meine Oma mitgefuttert, ganz begeistert, die fand sie ganz toll. Und ja, von Alnatura mag ich die persönlich am liebsten. Und ich backe die nicht so aus. Normalerweise werden Falafel wirklich frittiert. Ich mache nur ein bisschen Öl in die Pfanne und die dürfen ruhig ein bisschen matschig innen drin sein. Mag ich auch sehr gerne. Und wenn man die dann auskühlen lässt, dann sind die eigentlich super so für unterwegs zum Snacken. Und ja, sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. So, was haben wir denn noch? Famitra Soja Bolognese. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht so begeistert von. Die Frikadellen fand ich super von Famitra, aber das war irgendwie nichts, weil man musste selber dann noch irgendwie Zwiebeln und Knoblauch anbraten und geschälte Tomaten, wenn man das italienisch haben wollte. Und da kann ich das eigentlich auch direkt selbst machen. Also so super fand ich das jetzt nicht. Würde das auch nicht empfehlen können und würde ich mir auch selber nicht holen. War mal in der Box drin, ne? Dann, was habe ich denn noch hier? Dann habe ich hier von Rapunzel den Peanut Snack Riegel aufgebraucht. Den habe ich, glaube ich, schon letzten Monat aufgebraucht. Ich kam schon länger nicht mehr dazu zum Drehen, zu Aufgebraucht-Videos. Der war sehr, sehr lecker. Wie Mr. Tom kann ich empfehlen. Sehr gut. Ab und an mal eine schöne Sache. Dann habe ich auch noch aufgebraucht. Studentenfutteraufstrich von Eisblümel. Und das kostet so 5 Euro, aber ihr kommt ziemlich lange mit so einem Glas hin. Da sind, wie viel ist da drin? 250 Gramm. Also ich kam sehr lange damit hin. Sicherlich 2, 3 Monate. Und die Kappe ist PVC-frei. Also auch nicht schlecht. Und Eisblümel mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eine tolle Marke. Habe ich bis jetzt, bis auf die Erdnusssoße, die fand ich nicht so super, war aber in Ordnung.
Ja, mag ich gerne, werde ich auf jeden Fall auch nochmal den anderen Aufstrich ausprobieren, den ich gesehen habe, wenn ich das nächste Mal zum Teegut komme. Und ja, kann ich empfehlen. Ist mal was anderes. Dann habe ich auch, das war eine Spülmaschine bei meinen Eltern, von der Wiegenbox, glaube ich, war das, diesen Nutte Schoko-Nussaufstrich gegessen und das war so gut. Also den werde ich mir definitiv nachkaufen. Ist der beste, also die beste vegane Alternative zu Nutella, die ich bis jetzt probiert habe. Ich finde, es schmeckt sogar besser als Nutella. Und ja, richtig, richtig gut. Ist auch Bio, deswegen so eine schöne Sache. Dann noch eine Alternative zu Nutella. Die ist ein bisschen günstiger, weil Soja ist rein pflanzlich auch und da ist aber auch relativ viel normaler Zucker drin, also weißer Zucker. Und ich versuche auf weißen Zucker zu verzichten. Es war noch ein älteres Glas. Und zum Schluss hat es mein Freund leer gemacht, weil ich das gar nicht mehr angerührt habe. Und ja, aber schmeckt auch sehr ähnlich wie Nutella. Das heißt, wenn ihr Milchzuckerunverträglichkeit habt, zum Beispiel, und ihr sucht eine Alternative oder ihr sucht eine vegane Alternative und sagt, so mehr als 3, 4 € sollte es nicht kosten, dann schaut euch das hier mal an. Da ist auch ein bisschen mehr drin als in dem kleinen Glas. Hier sind 400 Gramm drin, hier waren irgendwie nur 200, 250 drin. Und dann schaut euch mal das hier an. Das gab es bei mir jetzt hier im Wasgau. Wasgau gibt es natürlich nicht überall, aber ja, ist auf jeden Fall auch eine Alternative. Ich persönlich würde trotzdem jetzt die Bio- und Rohrohrzucker-Variante das nächste Mal holen. Und ja, dann von Fantastic Foods, war auch mal in der Box. Parmesano. Fand ich furchtbar, finde ich nicht gut, kann ich nicht empfehlen. Mein Freund hat auch gejammert, fand es nicht gut. Ja, es ist eine Art Streu-Parmesan, aber der schmeckt eigentlich nach nichts und stinkt nach Parmesan quasi, aber irgendwie komisch und ich fand es nicht gut. So, dann habe ich auch noch aufgebraucht von Lifefood, diese Schokolade. Und das ist mit Nuts and Cherries. Das ist eine rohe vegane Schokolade. Die ist relativ teuer. Ich glaube fast 5 € so 70 Gramm. Aber wie gesagt, es ist roh vegan. Damit sind mehr Nährstoffe erhalten. Das Ganze schmeckt so lecker. Es ist eine dunkle Schokolade mit Kirschstückchen drin und eben Nüssen. Und mir hat die richtig, richtig gut geschmeckt. Man konnte auch lange davon was haben, weil man ja nicht die ganze Tafel auf einmal isst. Also bei so Bitterschokoladen reichen dann 2, 3 Stückchen und dann ist man eigentlich schon von diesem Schokofaktor absolut befriedigt. Und ja, ich kann die nur empfehlen. Werde mir ab und an mal davon eine Tafel holen, wenn ich die irgendwo sehe. Ich fand die richtig gut. Und dann kann ich auch auf normale Schokolade komplett verzichten, wenn ich ab und an mal sowas habe. Und das ist das Verlangen auch dann nicht mehr so groß. Und das ja, reicht mir dann auch. Und relativ teuer, aber sehr, sehr lecker. Dann habe ich auch noch eine kleine aufgebraucht und das ist Green Coffee Guarana. Die schmeckt auch sehr, sehr gut. Also gerade dieser Kaffeegeschmack kam sehr gut zur Geltung. Und mein Problem war danach, dass ich dann absolut aufgeputscht war. Und ich trinke auch nicht mehr wie früher jeden Tag Kaffee. Also meistens jeden zweiten Tag trinke ich Kaffee. Und ja, irgendwie merke ich das inzwischen dann sehr, sehr deutlich. Also wenn man einen Koffeinkick braucht, dann ist das eine Variante. Vom Geschmack her hat es mir auch geschmeckt, aber ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal holen, weil mir war das dann zu heftig mit dem Koffein. Dann auch aus einer, ich glaube, aus der veganen Box, ich weiß es gar nicht mehr so genau, welche Box das jetzt war, war mal Mayo-Reis. Das Glas war auch in der Spülmaschine, das sieht man. Ich muss das mal in Wasser einlegen, damit diese Etiketts abgehen. Ja, Mayo-Reis ist mal was ganz anderes mit Kräutern, war das eine Variante. Das habe ich sogar tatsächlich mit ins Pub genommen und habe mir da so Wedges bestellt und dann einfach zum Dippen das genommen. Habe halt gesagt, hier, hör mal, viele Unverträglichkeiten, darf ich meine eigene Mayonnaise dazu benutzen? Dann hat er gesagt, ja klar, mach, kein Ding. Und ja, das hat wunderbar funktioniert. Ich muss aber sagen, wie Mayonnaise ist es nicht. Also es ist relativ dünnflüssig, kann man sicherlich auch anmachen für Salatsoßen und so weiter. Hat auch geschmeckt, also man kann es absolut zum Dippen nehmen, aber es ist keine Mayo. Also die Sojamayo, die ich immer mache, finde ich, kommt näher ran an normale Mayonnaise. Aber es war absolut lecker und in Ordnung und finde ich auch interessant.
Und ja, wenn ich nicht selber Mayo machen würde, würde ich mir ab und zu sowas holen. Finde ich nicht schlecht. Kann ich insofern auch empfehlen. Für die Leute, die jetzt keine Lust haben, selbst Mayonnaise zu machen. Und dann habe ich von Ina Bio den Granatapfelsaft aufgebraucht. Der ist relativ, ja, ich habe den immer gestreckt mit Wasser, aber ist relativ, ja, wie soll ich sagen, bitter, so ein bisschen komisch gewesen. Da esse ich persönlich lieber normal einfach Granatäpfel, hole ich mir welche und esse die Samen raus und ja, ist eher mein Ding als den Saft, zumal der relativ teuer ist. So gut fand ich es dann auch nicht geschmackstechnisch und dann hole ich mir lieber einen Granatapfel und esse ihn. Das stört mich gar nicht. Und dann habe ich auch aus der, ich glaube, veganen Box diese Amore Mio Veganer Haselnussschnitte. Das ist wie Hanuta und es schmeckt wirklich wie Hanuta, also fast eins zu eins. Sehr, sehr lecker, kann man durchaus empfehlen. Das ist von der Marke Liebharz Gesundkost. Ja, 69 Cent kostet so ein kleines Löffelchen, aber ich finde das absolut in Ordnung. Das Ganze ist vegan. Schon eine gute Sache. Und dann das letzte Produkt. Das habe ich auch im Teegut gekauft. Das ist Harry-Tee, die Buddha-Box. Und es gab nur zwei Sorten. Das war einmal eben diese Buddha-Box und dann gutes Bauchgefühl. So eine ganze Box. Und das Schöne an dieser Buddha-Box hier ist, dass hier 11 Sorten drin sind. Alle 11 Sorten von Harry-Tees, die es gibt. Und ja, ich fand es halt sehr, sehr schön. Mein Vater ist ja kurz vorher verstorben und er ist so eher so in diesem buddhistischen Glauben drin gewesen. Und dann waren wir einkaufen und dann habe ich eben diese Box gesehen und habe gedacht, okay, dann nehme ich mir das mit. Weil, ich sag mal, es ist ja auch eine harte Zeit, man muss viel verarbeiten und ich bin schon so, dass ich sage, Kräuter und Gewürze können schon gut helfen, die Stimmung zu heben oder Trost zu spenden und so weiter. Also ich muss sagen, ich benutze ja auch gerne Arzneitees und was. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme die mit. Die war relativ teuer, aber die ganzen Teesorten kamen in so einem Baumwollsäckchen. Fand ich sehr, sehr gut. Die haben intensiv gerochen, waren wirklich alle lecker. Also ich fand keinen davon schlecht. Mir haben alle gut geschmeckt. Und da werde ich mir auf jeden Fall in Zukunft nochmal was holen. Ich fand es einfach nur schön, als ich das gesehen habe und musste es mitnehmen. Und ja, ist alles sehr liebevoll aufgemacht. 4 oder 5 € kostet allerdings. So eine Packung ist jetzt nichts, was ich mir regelmäßig mitnehmen würde, weil es eben erstens teuer ist und zweitens alles einzeln verpackt ist. Und da sind dann auch immer Sprüche hinten drauf und dann auch auf dem Zettelchen, was an dem Teebeutel dran ist. Sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Es ist insgesamt einfach schön aufgemacht, auch wenn man die Box aufmacht. Und ja. Also die Tees zum Beispiel, die hier drin sind, heißen Geistesblitz, die Ruhe selbst, inneres Wissen, neuer Schwung, mit allen Sinnen, für die Liebe, unvergesslich, gutes Bauchgefühl, nur Mut, für die Harmonie und kleine Anregungen. Die waren wirklich alle sehr, sehr lecker. Werde ich mich nochmal informieren über die Marke. Und hat mir auch ein Stück weit Trost gespendet und Kraft gespendet für die ganze Phase. Trauerphase, wie aber auch die ganzen Vorbereitungen für die Beerdigung und so weiter. Es war ja sehr, sehr intensiv. Also es waren sehr intensive 2 Wochen. Und ja, da war ich froh, dass ich so einen kleinen Helferlein hatte. Also ich habe jetzt nichts anderes in der Zeit genommen. Meine Oma hat ein paar Beruhigungsmittel bekommen, also homöopathische. Ja, kann man eben verstehen, wenn der Sohn stirbt. Das ist schon hart für ältere Leute. Das ist sehr, sehr schwierig, denke ich. Und ja. Jetzt wollte ich gar nicht mit so einem traurigen Thema enden. Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, so sehe ich das. Ist tragisch unter den Umständen, aber es geht weiter. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall noch was verlinken. Also falls ihr euch dafür interessiert, für dieses Thema Sterben begleiten und Krebs oder bei Chemopatienten, dann werde ich euch auf jeden Fall noch meinen Vlog in 2 Teilen in die Infobox verlinken. Ich denke, das ist ein Thema, was sehr selten besprochen wird, viel zu wenig besprochen wird und wichtig wäre, gerade für Erkrankte oder auch für die Familienangehörige, um so einen Einblick zu kriegen, wie sieht das aus, was käme da auf einen zu. Und ja, das finde ich eigentlich ganz wichtig.
Ansonsten, es hat jetzt mit dem Thema aufgebraucht nicht so viel zu tun gehabt, aber ich finde es einfach ein wichtiges Thema. Werde ich euch auch auf jeden Fall noch das aktuelle Pflege-Aufgebraucht-Video verlinken und auch die letzte Food-Aufgebraucht-Geschichte. Und findet ihr auch alle Links in der Infobox. Ansonsten könnt ihr mir gerne natürlich was zu den Produkten in die Kommentare posten, natürlich auch Fragen und wie ihr wollt, was euch gerade so einfällt. Und ja, dann sehen wir uns. Bis die Tage. Ciao.